Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Test. Ach du Kacke, da geht's gleich richtig los hier. Ja, wir sind hier in 7 Days to Die und hauen erstmal hier den Zombie aufs Maul. Hilfe! Alter, wir hatten hier. Alter, Patrick, du Cheater, hast du dir gerade einen Shotgun gecheatet? Nö, lag in dem Autofrack links neben euch. Siehst du mal. Nein, die kann auch was, nee. So, und hier haben wir gleich einen kaputten Irgendwie fehlt ja, der Munition drin. Ja, wie romantisch. Wie bereits gesagt, aua, wir sind hier im Spiel 7 Days to Die. Sind so viele. Und ja, nicht wundern, dass hier sofort Zombies waren, denn es spawnen hier halt sofort Zombies, wenn man auf die Welt beitritt. Und wir spielen ja hier Multiplayer mit Project JLP. Okay. Ja. Marcel ist die Frau, einen muss es treffen. Genau. Wir haben eine Münze geworfen. Ich würde sagen, wir gehen hier gleich mal in diese Militärbasis oder was das ist. Ja. Da findet man relativ viel. Ja, es ist auch nur noch ein Bug, wenn man irgendwo in Gegenstände reinschauen will, dann. Oh toll, ich habe einen Baumstamm aufgehoben. Glanz, klasse. Ich hab noch eine. Kann man die auch irgendwie benutzen? Ja, gib mir mal Schrotflinte. Hey, da kann man Old Wood draus machen, Kevin. Einmal müsste hier liegen. Irgendwo hast du? Was? Muni? Nee, Moment. Ja, die Waffe habe ich. Komm her. Braucht ihr Munition? Ich habe noch 2 Schüsse. Siehst du? Jo, gut. Okay, ja, das wir Blöde machen ist, ihr seid total leise bei mir. Ich kann egal, jetzt habe ich noch eine Pistole. Ich bin eigentlich nicht leise, was dann bei dir liegt. Nee, das ist bei mir so, weil das ins Mischpult da reingeht, aber das funktioniert schon. So, ja, dann gehen wir hier gleich mal rein. Ach ja, hier war ich schon mal. Ich nehme mir mal diese Spitzen da mit, ne? Jo. Scheiße, voll daneben geaimt. Ich gebe denen hier alle mal saubere Headshots. Oh, die haben hier alle schön viel Scrap Metal dabei. Sieht hier aus wie so ein alter Schrottplatz. Und ich muss mal kurz mein Mikro richten. Hatte ich gar keine Zeit zu. Ja, wie gesagt, wir sind hier in 7 Days to Die. Die Alpha 1.1. Ja, das Ganze ist noch in den Kinderschuhen, deswegen nicht wundern, wenn hier und da mal ein paar Bugs und Fehler auftreten. Das Ganze steckt noch in der Entwicklungsphase. Oh, ich hab Topf gefunden. Metal. Was war das? Ist schon wieder das Auto explodiert. Was ist das? Nö, da waren so Explosivfässer. Ich hab die in die Luft gejagt, weil man die nicht mitnehmen konnte. Oh, jetzt hab ich einen Kochtopf. Braucht jemand einen Kochtopf? Hier, guck mal, hier kocht. Ach, guck mal, hier ist ein. Ich nehme mal mit den Mist. Oh. Und ja, das Ganze ist eine Mischung aus DayZ und Minecraft. Also Minecraft kann man. Aber die Entwickler mögen es nicht, wenn man das Spiel mit Minecraft. Oh, sind wir wieder viele Zombies. Entwickler mögen es nicht, wenn man das Spiel mit Minecraft vergleicht. Oh. Ja. Weil das Video dann gesperrt. Ah, egal. Nein, die mögen es halt einfach nicht. Und mir sind total viele Zombies. Ja, aber es ist ja eigentlich wie Minecraft, also man kann hier auch Blöcke bauen und so, und da hinten ist übrigens radioaktiv verstrahltes Gebiet, da geh ich mal ganz kurz hin. Wenn ich jetzt hier reinlaufe, dann kriege ich jetzt eigentlich Schaden. Genau, okay. Ja, dann kriege ich Schaden. Kommt mal vielleicht hier in das Gebäude rein. So. Und ja, wir müssen jetzt hier halt 7 Tage überleben und dann geht's richtig los, geht die Party hart hier. Jo. Alter, wir können hier unten... Alter, wir können hier ewig viel Scrap Metal farmen, ne? Naja, ich bin. Wo denn? Wo? Was? Ja, außen. Wir können hier diesen Außenzaun hier abbauen und dann kriegen hier wir da drin ist Scrap auch noch was, ne? Oh, hier haben wir ein Lagerfeuer. Seid ihr auch schon hier in dem Wart Gebäude? Ihr schon hier drin? Ja, ich bin hier schon drin. Ich bin unter dir, Marcel. Hier oben, meine ich. Achso, ne, da oben war ich nicht. Ich bin hier gerade noch am... Ich hab ein Lagerfeuer mitgenommen. Ich sammle hier gerade mal Stofffetzen, dass wir uns Betten machen können. Oh, hier oben ist ja nichts drin, ey. Doch. So, die Radkappen bringen noch nichts. Wie gesagt, das Ganze ist hier noch in der Alpha, das heißt, das wird noch entwickelt. Man kann hier halt. Ach, Entschuldigung, ich habe gerade noch mein Mikro wegheben können, so ein bisschen zumindest. Es war trotzdem ein bisschen laut.
Ja, ich habe aber in die andere Richtung genossen, genießt, whatever. Soll ich hier mal das Sofa mitnehmen? Da musste Patrick niesen jetzt gerade. So, ich bin mal hier bei euch. Gehen wir ganz nach oben, oder? Vercampen uns quasi auf dem Dach. Also ich bin jetzt ganz oben. Ja, ja, ich auch. Uah. Ja, hier habe ich auch mal versucht zu überleben. Es hat aber nicht so gut funktioniert. Ich gucke hier gerade nochmal alles durch. Ach, guck mal, hallo Zombie. Mann, da mal hinten. Boah. Ja, scheiße. Was explodiert denn hier alles? Wir können die Jungs und Mädels hier auch looten. Achtung, Marcel, geh mal ein Stück weg. Ich jag hier mal kurz was in die Luft, damit ich da mal, ja, ja, mal einen Weg habe. Ah, komm. Aua, das hat wehgetan. Ja, guck mal, ich habe hier mal ein bisschen aufgeräumt. Nee, ich meine, ich bin von da oben runtergefallen, habe nur noch einen Balken, also einen ganz kleinen Balken. Komm her, ich gebe dir Painkiller. Einen habe ich. Komm her. So, und wir machen jetzt halt, wie gesagt, hier mal ein kleines Let's Test raus. Wir das Spiel einfach mal so ein bisschen anzocken. Die Nacht werden wir wahrscheinlich größtenteils rausschneiden, weil halt die Nächte wirklich total langweilig sind, muss man sagen. Ja. Da passiert halt nichts und wir wollen jetzt so eine Stunde aufnehmen. Ja, das ist gut. Und ja, Marcel und Patrick sind schon voll dabei. Ja. Also man kann ja... Ich glaube aber, wir lassen den Zaun erstmal, der hält vielleicht ein bisschen so die Zombies fern. Oh, hier ist noch eine Kiste und ein Koffer mit Shotgun-Munition. So, ich leg das alles mal schnell in mein Inventar ab, weil wenn man stirbt, verliert man nur das, was hier unten ist, wo die Zahlen 1 bis 9 drin stehen. Alles andere bleibt und ich höre hier ständig nur irgendwelche Sprengungen. Was war's? Patrick nimmt das ganz... Das war das Auto. Patrick nimmt die ganze Hütte da auseinander. Scheiße, ich hab die Sachen aufgenommen, ne? Jo. Alter, das war das Drecksauto, ne? Das war das Auto. Die Autos überlassen wir eigentlich grundsätzlich. Ja, und ist ein Zombie drin. Ich baue dann gleich meine Schrotflinte weg. So, dann kann ich auch mal die Map hier zeigen, so ein bisschen. Also ist die vorübergehende Map im Moment. Jo, das wollte ich auch noch sagen. Es gibt ja, ja, im Moment gibt es nur diese eine Map hier. Aber in der späteren, Versionen, ich glaube in der Alpha 2.0 soll es dann schon, wie in Minecraft unendliche Welten geben, die sich dann immer weiter und weiter generieren. Zumindest war das die Theorie der Macher. Leute, ich brauche mal eure Hilfe, ich bin hier unten gefangen. Ich bin in dem Loch, was an der großen Türe ist. Wo bist du? Wo? Wo? Hier an so einem riesen Loch. Oh, ich da bin an einem. Bin irgendwo reingefallen gerade. Ja, ich bin da reingefallen. Das explodiert hier dauernd. Alter, hier gibt's nur ständig irgendwelche Explosionen, ey. Oh, ich hab keine Muni. Was für eine Muni? Pistole. Ey, wie viele Löcher hier schon wieder sind, ey. Aber ich hab nur gerade nichts im Magazin. Ich kann aber nachladen. Ich hab nur ein Magazin. Wo bist denn du? Jungs, seht ihr mich? Ja. Warte, da hinten, warte. Könnt ihr mal hier den Block wegballern, der da... Mist. Moment. Eben. Da. Ja, das kann ich. Wow. Danke. Da muss man ja direkt aufpassen, dass man nicht den Schädel weggepustet bekommt. Ja, so, hier, wir haben das Haus erfolgreich abgerissen, würde ich sagen. Was ist das? Dann kriegst du einen Schlafschock. Ja, hier Munition. Dann würde ich sagen, komm, bauen wir das mal ab, wenn das nicht. Haus sowieso schon auseinandergenommen wurde. Ja, reicht, danke. Mehr. Hä? Passt schon, so. Ich sammle mal ein bisschen Scrap Metal, ne? Jo. Ja. Oh, ich habe hier übrigens, falls wir brauchen, trinken, ja? Hab ich auch. So, ich kann schon mal Sleeping Bags. Aber ich kann, ach scheiße, wir haben doch gar kein Holz hier in dieser Einöde. Oder ja, doch, ich hab zwei Wut. Dann mach mal kurz Stöcke drauf. Ich hab hier mal ein Bett hingelegt. Ah, war da? Ja, was soll ich draus machen? Achso.
Kevin, hast du noch so ein Stofffetzen für mich? Ich habe auch zwei für dich. Nee, vier. Was soll ich denn machen, mal? Spitzhacke oder? So, Moment, dann hast du hier schon mal deinen Schlafsack, Kevin. Ich mach mir jetzt mal eine Spitzhacke, ne? Jo, ich mach dir mal einen Schlafsack, Marcel. Ich möchte mir auch eine Spitzhacke machen, ey. Bitteschön. Ich hab keinen Skript mehr. Ich hab den Schlafsack hier mal hingelegt. Nee, Moment. Das ist eine Axt. Hä? So, ich hab jetzt vier musste machen mit vier. Ja, mach ich ja. Ich hab das, glaube ich, gerade hier falsch. So, hat jemand Sticks für mich? Ja, warte. Ja, ich hab nur einen. Ich weiß noch nicht mal, wie sie ging, wo. Wie kriegt man denn hier wieder Holz jetzt? Pickaxe, da haben wir sie doch. Wo hast du das Holz her, von dem Kaktus oder was? Nee, da liegen noch Holzstücke rum. So. Die kannst du in, Ui, so, da warte, am Horizont sehe ich was. Bitteschön, ja. Bett. Ach, ein Auto ist das. Danke. Danke. Wohin? Pickaxe. Ja, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir suchen uns jetzt gleich erstmal nach was. So, ich baue jetzt auch schon mal eine Pickaxe. Ja, ist ja 15 Uhr, 16 Uhr jetzt. Graben wir uns in die Erde, so kognitiv, oder? Kommen wir das noch hin? Weiß ich nicht. In die Erde graben, das geht relativ fix eigentlich. Fixi fix. Fällt denn hier dauernd ein? Aha. Fünf, sind man braucht die Zombies fünf eigentlich? Eisen. Fünf Eisen. Für einen einzigen Dingens, für eine Spitzhacke. So, dann werde ich mir auch noch mal eine Axt kredenzen. Vor allem die Axt ist frisch gecraftet und hat schon Blut dran kleben. Patrick sucht die Gegend ab. So, ich baue hier den Zaun gerade ein bisschen ab. Magazin habe ich gefunden. Wieso schlagen die eigentlich die Kästen? Keine Ahnung. Hey. Ja, wo seid denn ihr? Ja, hier ist Loot gerade hier noch ein bisschen. So, ich habe hier mal noch so ein Explosivfass mitgenommen, ne? Jo, das kann man machen. Gut, die Physik ist hier und da noch ein bisschen merkwürdig. Weil eigentlich gibt es ja hier Physik und das ganze Zeug sollte runterfallen, aber irgendwie macht es das nicht. Ausloten kann ich nicht. Achso, man muss immer den Kopf angucken, okay. Okay, also wo wollen wir uns denn das eigentlich einkämpfen? Ja, erstmal da oben, oder? Ja, mir ist es egal. Ja, lass nach oben. Was will der Zombie von mir? Hau ab. So. Achso, oh, ich kann wieder nicht schneller abbauen. Wenn ihr euch wundert, warum ich manchmal nicht schneller abbauen kann, das liegt hier unten an dieser Leiste, die blaue, dunkelblaue hier. Hier gibt es auch noch Essen, Trinken, Lebensanzeige und eben hier die Ausdaueranzeige. Und umso weniger Ausdauer man hat, umso langsamer baut halt der Typ hier ab. Ja, wo seid denn ihr? Ich baue hier gerade ein bisschen Beton ab. Okay. Beton ist nämlich immer gut. Ja, das ist das stärkste Gestein hier im Spiel bis jetzt. Asphalt, ne? Asphalt und Stein ist eigentlich das Beste, um Zombies abzuhalten. Und ja, die Zombies greifen einen auch an. Und das ist nicht gerade lustig. So, wir haben jetzt 18 Uhr. Zeit für das aufgeweckte Kind. Okay, ich habe schon fast ein Stack Scrap Metal. Da unten liegen nochmal zwei Steine. Ja. Hinter dir auch nochmal einer. Hab ich. Jo, das sieht gut aus. Scrap Metal ist immer gut, nämlich. So, ich würde mal sagen, um den Zombies das Leben schwerer zu machen, springe ich hier nochmal ein schönes Loch hin. Kevin, kannst ja mal mit der Kamera draufhalten, dass die Leute sehen, wie das so aussieht. Jo. Siehst du das rote Fass, was da steht? Warte. Ich nehme nur schnell hier den Plunder mit.
Also du kannst bei mir, also ich sehe es. Ah, du nimmst auch auf. Okay, also Kevin, du bist bleib weg, Kevin, bleib weg. Also du siehst es, oder? Ja. Ich gehe auch nochmal ein Stück weg. Achtung, Sprengung. 3, 2, 1. Ui. Gut. Ja, sieht alleine ordentlich aus. Allein um es den Zombies nochmal ein bisschen schwerer zu machen, zu uns zu kommen. Wir ich haben hab auch noch so ein Gebäude. Nee. Doch, ich habe auch noch so ein Fass. Wir haben hier das halbe Gebäude auseinandergenommen. Oh, hier oben ist aber auch ein Loch. Oh. Ja, ja. Naja, wenn wir die Treppe abbauen, dann sollten die hier nicht hochkommen. Eben. Oh, hier ist ein Kühlschrank mit Glas und Trinken. Noch ein bisschen Scrap Metal. Die Sachen hier, die spawnen übrigens immer wieder nach, also dieser Old Trash und so. Das heißt, man kann hier in der Welt sozusagen unendlich Sachen finden. Dafür gibt es halt auch nur die eine Welt hier, die begrenzt groß ist. Ich würde sagen, dass wir irgendwie versuchen, hier mal so aufs Dach hochzukommen, oder? Also irgendwie. Da bin ich eingefallen vorhin. Das ist nicht so. Eingefallen. Ja, gut, hier oben fehlt auch ein bisschen was am Dach, aber wenn wir uns hier so aufhalten, geht da. Wow. Dieser Stein da fliegt auch runter. Ja, das sollten wir hinkriegen. Oh, da liegt noch was. Oh, wir haben von dem. Da steht ja noch so ein rotes Fass. Kevin, du sollst langsam mal hochkommen, ne? Warum explodiert hier immer was? Weil ich es anschieße. Genau. Tu doch nicht immer die Scheiße hier kaputt machen. Das macht aber so viel Spaß. Ich habe auch noch so ein Öl-Dings-Bums da. Ah, das ist. Sind das hier Metallröhren? Ja, das sind Metallröhren. Das sind diese Luftschächte. Nein! Wow! Alter! Okay, man kann sich da oben definitiv nicht aufhalten. Das Fabrikdach ist so kaputt, ey. Toll! Bist du gerade gestorben oder so? Tja, jetzt sind wir halt am Arsch. Nö, wir können uns schon noch hier oben aufhalten, aber nicht auf dem Dach hier selber. Ja, wir müssen die Treppe abbauen, dann können wir uns. Ja, Loch. Oder hier zumachen mit Beton vielleicht die Treppe. Kevin, hast du noch so Dings, Lumpenfetzen irgendwie? Ja, einen. Okay, dann gib mal. Dann drei. Ja, gib einfach mal her. Ich kann, achso, ja. Bist du? Oben, ach, hier oben. Da liegt. Da liegt. Ja, Moment. Hä, warum? Moment mal. Man macht doch aus Clove-Fragment und Sticks, ne? Oder bin ich gerade irgendwie zu dumm? Ja. Ja. In der Mitte so. Genau. Ich habe mich gerade gewundert, weil er gerade irgendwie keine Torte. Ich reiß mal hier die Treppe weg, ne? Mach das. Gascan, wie macht man das denn? Ach so, aus einer Ölbarrel macht man 6 Gaskannen. Diese Dinger, wo explodieren? Ja. Jawohl. Barrel Oil, ne, da machst du aus diesem Fass machst du 6 Gas Ölkannen. Achso. Ich brauche einen Schluck zu trinken. Dann füllt sich nämlich auch meine Kondition wieder auf und ich kann hier. Gut. So, dann werde ich jetzt die Nacht über sehr viel Spaß haben. Ich werde das Dach hier oben in die Luft jagen. Also nicht das, wo wir draufstehen. Ja, Moment, ich gebe dir auch noch eins. Warte. Moment. Was willst du denn jetzt mit dem Dach? Ja, dass wir hier, keine Ahnung, einfach so just for fun. Achso, wegen der Fackel, okay. Okay, dann da eins hin. Ui, was hab ich denn da? Brick hab ich. Komm, misskommen. Ja, okay, das Ding schwebt hier zwar in der Luft, aber okay. Und sie kommen, da unten rennen sie schon rum, aber die kommen hier nicht hoch. Jetzt wird's lustig, alle mal einen richtig schönen Satz nach hinten machen. 3, 2, 1, Sprengung! Hast du jetzt aus der Entfernung da drauf geschossen? Ja. Geil, was für eine Reichweite. Da steht noch eine. Finde. Abrissunternehmen. Ja. Ich schätze mal, wir werden uns die Nacht jetzt hier ruhig verhalten und das mal rausschneiden. Ja. Weil sonst ist hier wirklich die Hälfte vom Let's Test nur Käsekuchen. Also langweiliger Mist. Und deswegen, ja, schneide ich dann mal hier raus. Warte, ich zünde noch mal. Kann mal jemand das Lagerfeuer anzünden? Oh. Gib her.
musst mit einer Fackel Linksklick machen. Oh. Genau. Schön. Ich könnte dann eigentlich mein Bett auch noch. Komm, wir stellen das wie bei so einem Lagerfeuer. So um unsere Betten um das Feuer. Oh, genau, das machen wir noch. So. So, Kevin hat schön warme Füße heute Abend. Genau. Was meine jetzt hier? Ich knie auch gerade, bloß man sieht es aus meiner Perspektive nicht. Nee, ich glaube, andersrum ist besser. Genau, im F5. Du musst nochmal in die Außenperspektive gehen, also F5. Ja. Dann hinknien, dann wieder F5. Da läuft der Typ wieder, ist aber so viel. Ah, ich bin betrunken. Ich war so viel getrunken. Oder wieder rumeiert. Ach du Scheiße. Vor allem, Kevin, hast du eine Dings, eine Schrotflinte. Ja. Geh mal in F5. Dann in dieses Ducken und dann wieder in F5, also quasi den betrunkenen Modus. Pack die Schrotflinte aus und schieß mal ins Nichts und guck, was passiert. Also in diesen betrunkenen Modus soll ich gehen? Ja. Und dann schieß einfach mal ins Nichts und guck, was passiert. Guckst einfach mal nach oben. Auch gut. Tja, aber dann würde ich sagen, wir machen hier mal einen kleinen Schnitt. Würde ich auch so sagen. Ich wette mal, wenn wir jetzt alle abmachen, dann fliegt's runter. Auch nicht. Das wär's jetzt. Wäre aber lustig gewesen. Eigentlich dürfen wir das Haus hier überhaupt nicht verstehen. Ich meine, guck mal, wir haben das Dach hier fast. Was ist dem Tode geweiht? Ich hab's gewusst. Patrick, pack deine Sachen schnell ins Inventar, die unten in der Leiste sind. Hab ich. Aber hier ist kein Zombie. Außer zwei, die jetzt in meine Richtung rennen, aber die wegrennen. Ich würde sagen, wir gehen dann im nächsten Tag mal zur Stadt, oder? Die ist ein ganz schönes Stückchen. Das ist einmal quer durch die Map. Aber ich schätze noch mal oben, hier in dem Brachland werden wir nicht... Ja, wir schaffen das aber nicht bis in die Stadt. Wir müssen irgendwo dann einen Zwischenstopp machen. Ne, das geht ja noch. Eine halbe Stunde haben wir schon. Eieiei. Obwohl, wir schneiden ja die Dinge raus, die Nacht. Ja, oder wir machen einfach Mega-Lag. Das dauert bei mir dann ein paar Tage, bis es hochgeladen ist. Aber Kevin kann es ja hochladen, ich weiß es nicht. Nur da mache ich ein paar Parts draus, aber das ist auch scheiße. Ja, oder ihr macht beide paar Parts draus, irgendwie mal so halbe Stunden Parts oder so. Könnt euch da ja absprechen. Kriegt ihr auch einfach together irgendwie hin. Oh, ich verhunger gerade. Mir fällt gerade auf, dass mir wahrscheinlich gleich das Dach auf den Kopf fällt. Ja, mir ist der Boden eingeschritzt. Ich hatte es gesagt, ne? Wir müssen... Ach du Scheiße, Alter. Ach du 5 Scheiße. 5 Uhr. Der Dach fällt immer noch weiter ein. Wir sind bald im Tode geweiht, Patrick, wenn du so weitermachst. Warum? Was habe ich denn getan? Ja, das Dach stürzt halt nur ein, ne? Weil es weggesprengt. Sag mal, Marcel, du bist doch gerade unten, oder? Ja. Wie viele stützende Wände hat denn das Ding überhaupt noch? Eins. Ja, noch drei. Aber nicht gerade viel. Das geht ja noch. Also einschützen wird's nicht mehr. Also alles, was 5 Blöcke von einem anderen Block entfernt ist, stützt ein, das weiß ich. Hau ab! Geht doch mal auf die andere Seite, bitte! Danke.
Wieso müsst ihr da stehen, wo ich stehe? Ich hätte es ja hinbekommen, aber nein, ihr müsst da reingehen. Da war nie... Gemeint. Ja, natürlich habe ich euch gemeint, was denn sonst? Wärt ihr nicht auf die Seite von mir gekommen, wären da nie die Zombies hingekommen. Die hätten mich nie getötet. Ja, das ist also, Sachen unten in der Leiste. Hättet ihr hier nicht gestanden, wäre ich da die ganze Zeit stehen geblieben. In der Leiste. Ja, ist mir doch egal. Wisst du mal, jetzt musst du da drüben überleben. Du bist gerade durch den Boden geflogen, ne? Ja, der Boden hat sich aufgelöst. Ich habe alle Sachen unten im Inventar weg, also ist es nicht schlimm. Ich stehe jetzt auf Airconditioner, mir kann nichts mehr passieren. Ach, das sind die Löcher, die wir geflickt hatten. Die fliegen gerade wieder auseinander, weil die keinen Halt haben. Ich stehe jetzt auch mal auf dem Airconditioner. Ja, stell dich hinten. Nein, ich verstecke mich auf dem Auto. Ich verstecke mich auf dem Auto. Ja, das ist eine ziemlich dumme Idee. Nö. Kann man eigentlich das Auto hier wieder in die Luft jagen? Verstecke ja, mich man. Auf dem Müllcontainer hier. Ups. Oh. Wo bist denn du da? Hier, yeah, es wird wieder hell. Kevin, du überlebst das. Wie das dann einfach mal so ein Stück weiter nach weg. Ja, genau. Genau. Oh Mann. Ich glaube, so ist auch mein erstes Auto explodiert. Ich habe drauf angeguckt und dann ist es gerade explodiert, weil vielleicht irgendjemand drauf geschossen hat. Weiß ich ja nicht. Und es ist Tag. Oh. Ich hoffe mal. Ich verteidige meinen dünnen Vorsprung bis aufs Messer. Alles kaputt hier. Oh, Painkillers, alter Painkillers. Ja, ist doch gut, ihr zweite Tag und alles kaputt. Ich würde mal sagen, wir nehmen hier mal alles mit, oder? Die Betten und dann verziehen wir uns Richtung Kevin. Ja. Kevin, ich nehme mal dein Bett dann mit. Wackeln auch, ne? Wie kommen wir jetzt hier am besten runter, möglichst ohne zu sterben dann? Ich kann ja für euch schon mal den Weg freiräumen. Ich krieg die Sachen nicht. Oh, jetzt. So, was mit dem Lagerfeuer? Ja, mach du das. Und wir sparen mal ein bisschen Muni und geben dem mal mit der Axt hier. So. So, tschüss. So, einfach mal hier so da runter. Und nochmal runter. Kevin, wo bist du? Warte. Hinten. Da bist du. Oh, hier sind Bücher gespawnt. Patrick schießt auch auf alles, was sich bewegt. So muss es sein. Kevin, wo bist denn du jetzt? Hier hinten. Noch einen Zombie killen. So mehr ist hier nisch. So, dann wird auch spätestens jetzt wieder die Aufnahme einsetzen. Jo, vielleicht auch früher, weil ich jetzt hier im Loch sitze. Action hier erlebt. Ich sitze im Loch. Guck mal, wie tief. Ist ziemlich lästig. Mit den Nächten, weil die halt wirklich extrem lang sind und extrem unspektakulär, weil man halt wirklich überleben muss. Die Zombies, ihr habt ja gesehen, die rennen hier dreimal schneller, als man selbst rennen kann, und da, wenn's dir reingehst, hast du halt null Chance. Es werden auch immer wieder neue nachgespawnt. Und da ist man halt ziemlich verloren, das heißt, in den Nächten sollte man schon lieber einen Unterschlupf aufsuchen. Wir sind hier hinten und farmen noch ein bisschen Scrap Metal. Achso. Ach. Oh, hier in dem Auto. Scrap Metal. Ja. Geh mal ein bisschen weg, Marcel. Achso, Auto, warte. Ich hab schon gedacht, was? Gerade noch weggekommen. Ich hab gedacht, wo weg, wie, was? Und dann bam. Warte, ich habe in dem Ding eine Knarre gefunden und viel, viel Essen. Braucht jemand irgendwie eine Knarre? Welche? Was? Einfach eine Piste. Ja, habe ich keine. Also hast du überhaupt keine Waffe oder wie? Ja doch, eine Waffe habe ich, aber... Achso, ja gut.
Weil ich habe nämlich nur meine Shotgun und die ist bald im Eimer. Was ist denn hier los? Dass man hier so fröhlich am Sachen aufnehmen und dann kommt sowas da. Ich mach kaputt und ihr sammelt auf oder so. Genau, geht am schnellsten. Hey, Fettsack! Gut! Oh. Oh, der ist aber blöd gestolpert. Ey, der hat einen Stock dabei. Frau Patti gibt den Eimer mit dem Hammer, ey. So, ich würde sagen, wir halten uns dann hier auch nicht so lange auf, oder? Ich würde sagen, wir tun jetzt hier noch schnell die eine Wand voll zu Ende abbauen. Oh, da ist Essen drin. Hast du rausgeholt? Ja. So. Haben wir alles, wie viel ist jetzt rausgekommen? Hier als Spawn, ey. Und da hinten ist radioaktives Land. Einmal. Zweimal. Oh. Zack, Wand eingestürzt. Wow. So, dann gehen wir mal, ne? Wohin gehen wir? Ja, Kevin, wohin gehen wir? Ich würde sagen, in Richtung Stadt. Wir rushen zur Stadt, zu unserer Lindenstraße. Ich will Lindenstraße sehen. Genau. Lindenstraße sehen. Ich bin ins Loch gefallen. Ja, ich gerade ja, eben auch. Oh, hier liegt ein Klo. Das sehr unspektakulär, finde ich. Will raus hier aus dem Loch. Wieso steht da eigentlich ein Klo? Reinwerfen. Oh, da kommt man nicht lang. Warte mal. Aua! Sorry. So, ich hey, es geht aber nicht. Niedergerissen. Es geht aber nicht, ne? Sachen eingesammelt. Ja, ist gut. Jetzt spawn ich wieder hier oben, dann tu mal. Tja, ich mach mich dann mal auf den Weg, oder? Ja, warte. Ja, ich bin gleich wieder da. Komm noch gleich. Nicht zu lang aufhalten. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lang die Nacht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lang das die Nacht. Guck euch mal das Haus von hier an. Kaputt. Das war also eine wunderschöne. Warte, Marcel, komm her. Wie lang waren jetzt die Nacht, dass ich weiß, wie viel ich rausschneide? Instant gelootet. Ja, gar nichts. Das ist so egal. Marcel, komm her, hol, dann sag mal. Ja, wo bist du? Ich weiß halt nicht, wann wir dann eine Stunde aufgenommen haben. Weiß ich jetzt halt nicht. Ist doch egal. Machen wir halt, wie gesagt, länger und machen das dann in mehrere Parts. So, da ist noch deine Pickaxe. So. Okay. Mehr habe ich von dir nicht. Ja, ein Let's Play werden wir davon bestimmt auch machen. Ja, aber erst in späteren Versionen im Moment. Ja, genau, erst in späteren Versionen, weil jetzt... Was ist jetzt? Im Moment ist halt das Problem so, dass es halt nur diese eine Map hier gibt. Und wenn man die halt mal erkundet hat, dann hat man sie halt erkundet. Das ist halt das Problem. Aber... Nee, da war nichts. Ich habe bloß gerade Stöcke hergestellt. Da drüben geht's übrigens ins atomverseuchte Gebiet, ne? Ja, das hat man gerade ganz kurz gesehen bei mir. Ich bin vorhin ja mal reingerannt. Ganz kurz. Boom. Ne? So war das. Boah! Schießt noch dagegen. Ja, der schießt dagegen, während ich fast daneben und stehe. Ey, ich hab jetzt das dauert doch immer, bis das in die Luft geht. Man hat noch genügend Zeit, also. Ach nee, jetzt habe ich wieder Chunk-Fehler, nicht euer Ernst. Ich habe gar nichts. Also. Wieso war ich immer du? Ja, wahrscheinlich, weil ich der Host bin. Ja toll, das muss bei dir genauso schnell laden wie... Hey, ja, danke. Ich sehe hier nur das Auto und hier ist jetzt, halt hier wo ich laufe, ist halt nichts. Da hinten ist noch ein Zelt und Zombies. Ja. Was gehört die Herrschaften? Boots. Was? Boots, habe ich gesagt. Und Boots. Also. Und Boots. Schlafsack. Boah, ich muss was trinken, dass mein Typ wieder Ausdauer hat. Noch ein Schlafsack. So, weil ihr habt ja gesehen, ich mache hier auch weniger Damage, wenn der Typ Durst hat. Oh, ich hab runterbleiben. Ich hab hier Maschinenpistole. Aua. Munition. Das tut aber weh. So, das Lagerfeuer nehme ich wieder mit. Oh. Habt ihr eigentlich das Lagerfeuer ausgemacht? Ja. Weiß ich nicht. Oh. Patrick sagt nein. Hey, geil, gibt Holz. Hier ist Cat Oldwood, kann man gar kein Holz draus machen. Ja, gar nicht. Oh.
Helf mir mal hier beim Abbau, hat irgendjemand eine Axt? Ja, ich. Dann ja. Mach mal da. Das Ding hier ab, das Holz. Brauchst du mal was zu futtern? Im Moment nicht. Ich hab über ein Stack von. Von wie heißt es? Scrap Metal. Ach, dieses Old. Ich hab jetzt 40 Cloud Fragment. Das schmeiß ich mal weg. Gravel schmeiß ich mal weg. Cobblestone. Oh, Cobblestone können wir mal lassen. So, wir wollen mal weiter, es ist 12 Uhr. Ja, würde ich mal sagen. Ne? So, ich habe hier gerade mal ein bisschen Scheiß weggeschmissen, was kein Mensch braucht. Zelt ist erfolgreich abgerissen. Der Typ hier, naja. Oh. Wir müssen weiter in diese Richtung. Nein, in aber diese eigentlich Richtung. Die Landschaft ist eigentlich mir nach, für eine Alpha mir ganz nach. Gut, ne? Mir nach, ich weiß, wo es lang geht, ich weiß, wo es zur Stadt geht, ich weiß Bescheid. Wollen wir nicht einen Weg nehmen? Nö, der Weg dauert mir zu lang, wir gehen einfach querfeldbeet ein, dann schaffen wir es noch rechtzeitig. Was kriegt man eigentlich aus den Kaktussen raus? Nix. Die sind einfach da. Sie sind halt da, weil sie da sind. Jo, wer Sprint die ganze Zeit hier Müll rumliegen lässt. Schnell. Und ihr geht irgendeinen anderen Weg. Aua. Kaktus. Obwohl, ich glaube, wir sollten bei dem Haus da mal rasten. Würde ich auch eigentlich sagen. Weil da ist ja ein Haus dann hier irgendwo in der Nähe. Das sind auch wieder Laternen. Ach Gott, sind wir nicht mal weit gekommen. Hoffentlich gibt es dann auch irgendwie später Transportmittel oder so, dass man sich Auto reparieren kann oder sowas. Ja, wenn das eine größere Map ist, dann muss es das gehen. Wenn das Ganze hier blockig ist, wie willst du da mit einem Auto hochfahren? Also ich meine, wenn die... Ja gut, doch, das funktioniert. Gut, für Minecraft gibt's auch einen BMW. Wenn du nur Straßen benutzt, dann geht das. Ja. Da hinten ist die Brücke. Aber wir wollen lieber in die Stadt. Da ist es nämlich besser. Als woanders. Mein Auto. Ich renn weg. Ich hab draufgeschlagen. Marcel traut den Autos nicht mehr. Nee. Seitdem das einmal explodiert ist, traue ich das gar nicht mehr. Das war so lustig. Hallo Zombie. Ich hab voll daneben geschossen. Oh du Scheiße. Ja, hallo. Soll mal eine Frau in Ruhe hier, na? Nee. Patrick hat sich einmal umgedreht. Und tut's. Ich hab eine zweite Pistole, wer will eine? Ich? Gerne. Geht. Komm her. Was? Brauchst du Muni dafür? Was brauchen wir noch? 9mm, ne? Genau. Ja, hab ich noch. 6. Okay, brauchst du, ich brauch jemand Schrotflinten, Muni? Ich hab 13. Ich hab 17. Passt schon, kannst du halt. So, dann machen wir mal hier. Ich mach mal ein paar Iron Ingots. Jo. Ich habe nämlich über 2 Stacks. Aber lang werden wir hier es nicht überleben. Ja, wollen wir nicht ein bisschen weiter noch? Ja, ein bisschen weiter. Also wir graben uns jetzt in der Erde. Wir müssen einfach nur dieser Straße folgen, dann kommen wir. Aber da vorne kommt mal das eine Haus da. Das kennen wir auch schon. Wir haben uns hier auch mal in der Erde eingegraben, hier irgendwo in diesem Ödland. Ja, da vorne. Nee, war das hier? Doch, das war hier. Das war hier rechts. Das war genau hier war das. Genau hier haben wir uns eingegraben. Genau hier. Ich würde sagen, wir graben uns auch gleich wieder hier ein. Hören wir das? Weil das Haus werden sie uns niederreißen. Gut, wenn wir unten die Treppe abbauen, dann kriegen wir das. Na egal. Eingraben. Oh. Ja, lass mich schon mal in Ruhe hier. Schnell der einfach mal auf mich zugerannt ist. Ja, ich hab's gesehen gerade beim Hinrennen. Mit was kann man am schnellsten Erde abbauen? Mit Spitzhacke. Ja, ohne was Neues zu machen, meine ich. Achso, ja, dann eigentlich mit der Spitzhacke, glaube ich.
Vielleicht geht er da. Geht das Haus da drüben wieder leer räumen, oder? Wie immer. Naja. Wir bauen dann hier. Ja, hier runter dann. Entschuldigung. Salah, ich geh mal hier am besten. Warte, wir müssen uns mal einigen, von welcher Seite wir reinlaufen. Ich würde sagen, wir laufen von der Seite hier rein, oder? Jo. Zombie nervt aber voll. Synchron ist es gerade. Ist doch nur ein Special Guest. Ich muss mal was essen wieder und trinken. Kevin, kannst du auch Essen und Trinken dann mitbringen, falls du findest? Wenn ich's finde, bring ich's mit, ja. Oh, hier ist schon Stein. Gut, wir brauchen auf jeden Fall Stein, um uns die Decke dann zuzugraben, zuzubauen. Alter, da kommt der Fettsack da auf mich zugerannt. Was? Boots, Junge. Wie tief gehen wir da? Also wenn der Stein ist, gehen wir da noch zwei tiefer, ne? Zwei, drei, ja. Nur um sicher zu gehen, dass wir auch unten sind. Also das ist jetzt eins. Ja, und jetzt merkt man auch, wenn man umso weniger Energie man hat, umso langsamer baut man ab. Ja, man macht auch weniger den Viecher Schaden und so. Ja. Oh, ich hab einen Raketenwerfer. Jawohl. Aus so einem Safe. In der Kiste ist nichts. Ich nehme mal das Sofa mit, können wir uns ein bisschen zu Hause einrichten. Mhm. Ich will in den Kühlschrank, du. Jetzt, ich hab die ganze Zeit... So, jetzt haben wir da. Das ist jetzt eins. Ui, Essen. Eins. Scrap Metal. Gut, wir müssen noch einen tiefer. Was zu trinken und nochmal eine Suppe. Meine lieben Freunde da draußen an den Bildschirmen, wir räumen hier kräftig ab. Wie der hier einfach rumschleimt, ist ja ekelhaft. Also entweder die Tiefe hier oder noch ein tiefer. Der schleimt hier den. Ja, ich bin einer, der auf Sicherheit geht. Also noch ein tiefer. Wenn es auf Sicherheit geht, ist, dann machen wir noch 4. Oder 100 oder 1000 oder 2 Milliarden. Ja, aber wie weit kann man eigentlich hier runter, weißt du das? Weißt du das da? Nö, hab ich noch nie bisher ausprobiert. Das dauert einfach zu lang, bis man ganz unten ist. Denke ich mal. Wir könnten das ja mal spaßeshalber in unserer anderen Serverwelt da mal ausprobieren. Und jetzt sind wir hier 1, 2. 3, genau, und dann 3 hoch. Oh, ich nehme hier gerade jede Menge Scrap Metal mit. Aber weißt du, du kriegst mal hier unten, ich mach oben den. Das aus Stein. Jo. Ich baue dir ein Haus. Oder wie? Ich mach mal das Haus hier oben, so. Alter, ich hab jede Menge Scrap Metal. Soll ich da wieder solche Scrap Metal Wände bauen? Ja, ich hab jede, ich bring hier jede Menge mit, ne, also. Ja, keine Ahnung. Ich baue mal, pass mal auf. Ich habe noch diese holzernen Dinger da, Spikes. Trashwood Spikes. Stell die mal so relativ am Eingang hin, aber so, dass noch eins Platz ist, dass Kevin durchkommt. Dann baue ich nämlich, wir sind so, ich habe jetzt erstmal, ich hab jetzt erstmal eine Schaufel gemacht. Gut, ja komm, Tado, wie viel sind das jetzt? Ja, beweg dich schon. Ja, hallo? Oh, das ist jetzt... Oh, das hat jetzt alles nichts gedroppt. Seid ihr doof oder so? Ich sehe die ganze Zeit, wenn ihr irgendwas abschießt. Zwei, ja. Schau auch mal angemacht. Hier unten ist eigentlich... Ich habe noch Asphalt, ne? Ja, 13 Stück. Können wir auch noch ein bisschen was verstärken. Ich tue ja schon mal ein bisschen Barbed Wire rumlegen. Mit? Geht das eigentlich kaputt? Stacheldraht? Ja. Ich glaube nicht. Zumindest habe ich es bisher noch nicht erlebt, dass es kaputt geht. Oh, der Stein, ey. So, dann legen wir mal hier... So, der Eingang. Machen wir mal hier... Könnte ich mir relativ gut vorstellen, das Spiel hier zu let's playen, wenn es dann endlose Welten gibt.
Dann machen wir quasi Let's Play together. Da wäre ich dann auch gerne dabei. Nein, du bist ausgeschlossen. Oha. Warte, nicht weiter. Warte, du stehst gerade drin. Ne? Ich weiß. So, hier, geh mal weg. Bitte? Danke. Da, so. Dann ist das nämlich auf beiden Seiten gleich. Und ich hab noch 5. So, Moment, dann. Verstärke ich das hier vorne einfach mal. So, dann kann. Ja, das funktioniert. So ist doch gut. Was? Was? Das Haus macht Geräusche, als ob es einstürzt, aber es macht es dann doch nicht. So, erstmal Ravioli essen hier. In der ich kann das von hier einnehmen. Was ist das? So, ich mach mal auf deine Stachel nochmal Stacheldraht drumherum. Okay. Wie viel Stein hast du noch? Ich reiß hier auch gerade mal ein bisschen 19. Stein raus. Soll ich dir mal kurz geben? Ja, wäre gut. Mach schon hier hinter dir, aber mal. Ja, warum rennt der jetzt? Habe ich noch ein bisschen Stein organisiert. Warum ist hinter mir einer, hallo? Nur für den Notfälle. Das war vielleicht direkt hinter. Ach, der ist halt rübergesprungen wahrscheinlich. Ich will unbedingt mal den Raketenwerfer ausprobieren. Ja, die springen da drüber, was ist das denn? Ja, Moment. Wenn wir am nächsten Tag so eine Horde haben, dann locken wir die mal weg und ich gebe denen mal mit einem Raketenwerfer. Ich grab hier noch schnell so eine Art Graben drumherum, dass sie nicht reinspringen können, okay? Ich glaube, wenn ich jetzt halt hier reinfeuer, dann stehen die hier rum. Jetzt geh tot, du. Na, geh doch. Ach so, die sind tot, Alter. Bei mir stehen die hier rum, ey. Ich glaube, 18 Steine sind ein bisschen wenig, ne? Alter, was habt ihr hier für eine Todesfestung aufgebaut? Kevin, geh mal runter und. Wah, falsch. Ja. Bau mal bitte Stein ab. Wir brauchen das schnell. Patrick, willst du meine Schaufel haben? Nö, hat sich schon erledigt. Ich hab schon den Graben so relativ drumherum gezogen. Was machst du? Lass sie einfach hier unten. Jojo. So kann ich ihn keine Fackel platzieren. Stehe ich zu nah dran oder bist. Geht nicht, kann keine Fackel platzieren. Hä? Wieso geht denn jetzt? Ich kann keine Fackeln platzieren. Ah, jetzt. Oh Mann. Und schön abbauen. Kann mich mal jemand beschützen hier draußen, während ich hier noch. Gut, wir müssen halt sammeln hier, ne? Irgendwie. Ist da was falsch? Oh, Patricks Ping hat sich gerade verschlechtert. Ja, mach die kaputt, willst du mich? Oi, was mache ich denn hier? Wieso okay, machen die das kaputt? Okay, läuft bei den Viechern gewaltig schief. Die gehen da einfach durch. Ich krieg da aber auch keinen Schaden. Doch, jetzt kriege ich Schaden. Okay, ich würde sagen, wir graben uns einfach ein und machen die Decke über uns zu. Ja. Das ist echt die beste Lösung. Okay, hat noch jemand Stein? Jo, einen, ja. Warte mal, geh mal kurz runter. Warte, dann machen wir hier erstmal Dörtchen. Die ersten paar. Marcel, nimm mal hier den Ding mit. Den Stein. Das ist noch kein Stein. Kohle. Warte mal, wir machen da oben noch Asphalt. Ich kann da Asphalt machen. Das ist die letzte Schicht. Genau, mach hier Asphalt runter am besten oder sowas. Weg, Achtung. Ich komm hier nicht weg.
Noch, ich hab noch 5. Soll ich noch eine? Ja, kannst noch mal was hinmachen, da drunter gleich. Ja. Die Zombies brauchen nämlich, um den Asphalt abzubauen, brauchen die Zombies genauso lang wie wir mit den Händen. Und bis die jetzt mal hier durchkommen. Das heißt, wir haben hier unten dann erstmal relativ Ruhe. Wir können in aller Ruhe unseren Tunnel vorantreiben. Wobei ich nicht weiß, ob das notwendig ist. Nein, also, dann gehen wir. Gehen wir jetzt Stadt oder bleiben wir Tunnel? Ja, wir können ja danach Stadt gehen. Ich weiß ja nicht, wie lange nehmen wir jetzt schon auf. 58 Minuten ohne Nacht. Mitnacht. Ja, dann musst du halt 15. Boah. 15 Minuten abziehen. Vorne ein Ding, dann Nacht. Jetzt ein Ding. Nee. Geht das überhaupt? Keine Ahnung. Verstehe nicht. Nein, natürlich. 1, 2, 3. Okay, 15 4. Minuten, dann ist es gerade mal eine Dreiviertelstunde. Wenn ihr dann nur eine Stunde zeigen wollt, dann ja. Ja. Würde ich sagen, wir machen noch bis zur nächsten Nacht und dann ist auch gut. Bauen wir uns jetzt mal einen Notausgang. Wieso? Es ist also 6 Uhr, ja. Ich will nämlich mal unbedingt meinen neuen Raketenwerfer ausprobieren. So, Moment, ich muss noch schnell was machen. So. Wir müssen mal was essen, warte mal. Aber ihn nicht töten. Ja, dann lockt die mal weg, geht mal auf die andere Seite, dann können die, gehen die hier weg. Oh. Ich will doch gar nicht schießen, ich will doch abbauen. Ich mache hier unten mal ein bisschen Krach, ne? Ach, oh. Das ist weglocken, nicht töten, ich will den Raketenwerfer aufnehmen. Das ist mir ein Bedürfnis. Den schlage ich. Nein! Warte, lass ihn da. Ich bin raus. Okay, Kevin, jetzt komm raus, schnell. Heilige Scheiße. Hey, warte, Achtung! Ja, toll, du solltest auch auf die Menge schießen und nicht. Auf die Menge, Kevin. Yay. Ja. Wow.
Jo! Jo! Ja, dankeschön! Jetzt habe ich keine Raketen mehr. Aber der hat unendlich Durability, also der geht nicht kaputt. Oh, ja, ist tot. Ja. Kommt ja bei uns. Habe ich dich weggesprengt? Ja. Ja, komisch, ich stand auch neben einer Explosion und ich bin nicht gestorben. Guck dir das an! Was für ein Massaker, ey! Vier Raketen und alles tot. Wir gehen ja eh weiter. Naja. Ach du Scheiße, Alter. Ich jetzt dann gehen wir mal, ne? Sollen wir uns so. Ah, nee, ich hab noch Schlafsäcke. Okay. Ach ja, stimmt, dann Schlafsäcke mitnehmen. Am frühen Morgen hier so. Nimm mal jemand meinen mit. Jo, ja, ich bin schon weitergelaufen. Ich nehme sie alle mit. Hallo. Hallo? Hallo. Richtige Sachen haben wir ja nicht vergessen. Zumindest noch nicht richtige Sachen. Kohleerz, ja, brauchen wir eigentlich nicht. Hey, er hat einer Wasser übersehen. Und essen. Despawned. Nee, in einem Zombie. In einem Zombie? Ja. Jo, gleich sind wir da. Oh Scheiße, ich hab gar keine Pistol-Munition mehr sehen. Und ich hab keinen Platz mehr gleich. Schmeiß mal die Cocking-Pot weg. Oder wann, den setze ich hier an den Rand. So. Alter, wie hier die Zombies in der Luft stehen. Wie geil. Die brauchen wir nicht. Die stehen hier einfach in der Luft, haben die Beine gespreizt und gucken als geradeaus und strecken die Arme weg. Bei euch auch? Nö. Liegen die bei euch am Boden? Nö, die stehen da rum. Das müsstest du doch aber mittlerweile wissen, dass es bei jedem anders so aussieht, wenn die Zombies tot sind. Oh, ich habe wieder Chunk-Fehler. Toll. Ich hau mal auf den Boden, nö, bringt nix. Ich bau mal Gras ab, ja, jetzt geht's wieder. Wo rennt ihr jetzt eigentlich schon wieder rum? Wir wollten gerade Holz machen. Könnt ihr doch auch in der Nähe von der Stadt, oder? Ich habe bloß gerade überhaupt keine Ausdauer mehr. Ich auch nicht. Der Typ muss mal kurz ausruhen. Komm gleich aber. Mein Holz. Ja, ich fäll's und du nimmst es mit, ey. Ich hab mitgemacht. Ich komme nicht zum Ende. Wenigstens das Bäume fällen hier einfacher als in Minecraft. Ganz ehrlich. Ehrlich. Rennen. Ich kann nicht mehr rennen. Ich hätte mal so ein bisschen Hintergrundmusik machen sollen. Axtmörder, Schaufelmörder, Boots mit der Schaufel. Boots mit der Spitze. Ja. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Der Typ ist tot. Er kann nicht mehr. Ey, da läuft eine Hase. Da läuft man mit der Hase. Was sieht man das? Guck mich mal kurz an, Marcel. Sieht man das, wenn ich es mit dem Kopf abspacke? Moment. Siehst du mich? Ja. Naja, das sieht aus wie ein Roboter gerade. Ach du mal. Hallo Officer Parker, wie geht's Ihnen? Ich kann den nicht looten, ist das euer Ernst jetzt? Die haben doch immer Waffen, die Fettsäcke. Haus. Mal ehrlich. Ah, was zu essen hat er immerhin. Mein Haus. Das, wo wir vorher auch waren, also in unserer privaten Welt. Oh, hier ist gerade eine Tonne gespawnt. Nö. Oder Marcel, wollen wir uns in unserem Haus einbauen? Nö. Toll, ich hab die Töpfe weggeschmissen, was kriege ich? Zwei Töpfe. Aber essen. Oh, hier ist nichts mehr. Also, mir gefällt's hier drin. Den würde ich gern einziehen. Bleiben wir hier? Oh, was ist da jetzt eingeschürzt? Ja, können wir machen, ne? Das. Wow. Oh, Pistole. Wow. Was war denn jetzt kaputt?
Ich hab ja mega den Schrecken gekriegt. Noch eine Pistole. So blöden Scheißkoffer hier, ey. Oh, eine Pistol und ein Pistol-Muni. Alter, eine Submachine Gun, wenn man jetzt halt richtig fett eine MP5. Ist auch kaputt jetzt, Mann. Ich muss unbedingt Mist wegschmeißen. Erstmal das hier weg. Den einen Dirt weg. Das Candy kann man eh nicht essen. So. Und dann noch hier hoch. Hier oben ist es immer so dunkel. Ich bin auf dem Dachboden. Dachboden ist komplett gelootet. Auch das Zwischengeschoss, ne? Ey, jetzt kommt der mir hier mit der Axt, Alter. Der kommt mir hier, ey. MP5. Mit der Tür ins Haus. Kommt der in welchem Haus wollen wir denn jetzt bleiben, Kevin? In dem hier? Wow. Wollen wir in dem Haus hier bleiben? Können wir. Aber eine ja, MP5. Wir haben oben einen Dachboden. Seid ihr da? Ja, haben wir. Und der Dachboden, den können wir nämlich zu einer uneinnehmbaren Festung machen. Und... Eigentlich ist er das, weil die Zombies nämlich nicht klettern können, noch nicht. Klettern können. Seid ihr noch ein weiter? So. In diesem Haus hier. Weg. Stone. Ist ein bisschen klein. Was? In dem Haus hier? Wer sagt was von dem Haus? Ich nehme das Wasser drin. Mit. Nee, in dem anderen. Welchen? Den hier drüben. Ja, wo auch so ein Dachboden hat. Ja, hier, wo ich jetzt reingehe. Das blaue. Ja, wo ich gerade reingehe. Ja, genau. Da habe ich auch schon alles leer geräumt. Also nee, da war noch was drin. Oh, da ist das ganze Wasser lasse ich mal hier. Das können wir ja jederzeit wiederholen. Das respawnt sowieso von dem her. Rucksack. Munition, aber für was? Steht auch dran. Ja, 10 mm oder so. Ja. 10 mm ist schon Submachine. Hallo da drüben, hallo. Also solltest du die mitnehmen. Oh, hier gibt's noch einen Keller. Ich hab hier dunkel. Hier ist bei mir die eine Hälfte dunkel. Ist die bei euch auch so dunkel hier? Wo, was? Hier unten im Keller. Das Ding hat einen Keller? Ja. Hey, wo geht's denn hier in den Keller? Hier, hallo. Unten. Ja, okay, und wo? Oh. Gut, mit der Tür. Voll übersehen. Ist es hier auch dunkel hier? Nö, bei mir ist hier die Ecke extrem dunkel. Ja, bei mir auch, aber bei mir ist die komplette Ecke hier komplett dunkel. Nö, du halt einfach mal da mit der Faust irgendwo hinschlagen. Mach ich ja, da ändert sich nichts. Jawohl. Jetzt? Nö. Hinter dir. Hinter mir. Hinter uns. Putz. So, noch ein paar Sachen looten. Hier nochmal Mund. Oh, da liegt. Das kann wegbleiben. Oh, was? Hier liegt noch ein Handtäschchen mit Submachine Gun, Muni. Marcel, ich finde für dich jede Menge Submachine Gun, Muni. Ach nee, Papier will ich ja weghaben. So, dann geh ich mal hoch, ne? Oh, Schrot, Muni, sehr gut. Ach, wir müssen halt jetzt die Etage hier abreißen, ne? Welche? Ja, die hier hoch, oder besser gesagt, die Treppe müssen wir abreißen. Ja, ja. Oh, guck mal, da steht sogar schon ein Gast. Ach, geil, ich hab auch so einen Bohrer gefunden. Also, ich würde sagen, fangen wir mal an. Wieder gibt's Scrap Metal raus. Also, ich würde sagen, wir fangen an, das Ding hier abzureißen, oder? Geil, ich hab jetzt auch so einen Bohrer. Gute Sache, ne? Ich habe hier gleich mal so eine Schneise der Verwüstung durchgezogen. Ich bin hoch. Brauchen wir Gravel?
Nein. Davon habe ich nämlich gerade einige. Oh, wie viele Schläge die jetzt schon brauchen. Ich glaube, ich werde mal... Ich mache mir mal eine Axt. ...den Bohrer dazu benutzen. Ich brauche für ein... eine Axt brauche ich ja drei, ne? Ja, ich glaube. Axt. Ach, ist der Bohrer schon kaputt oder was? Du brauchst Benzin. Habt ihr Benzin? Ich habe einen Kanister. Das 1-in-1-Prinzip. Einen Kanister, ey, dann gib mir den bitte mal. Das wäre richtig nett. Weil dann kann ich nämlich ein bisschen Asphalt abbauen. Viel schneller und effektiver. Mann. Geh doch mal kaputt hier, ey. Ich will hier durch. Warum kann ich schon keinen... Oh. Also Marcel, ich würde sagen, wir bauen hier mal so die Wände quasi einmal oder vom Boden einmal rundum ab. Ja, nur ich kann keine Axt machen. Brauchst du irgendwie Metall oder so? Ja, ich hab noch genug, aber ich kann trotzdem nichts machen. Soll ich dir eine geben? Ja. Ich schmeiß jetzt einfach mal Bücher weg. Moment. Ey, wo seid ihr? Seid ihr im Keller oder oben? Oben. Hallo? Hier bin ich. Marcel, hier liegt einer. Ah. Oh, jetzt bin ich im Keller gelandet. Ich kann nur nichts mitnehmen. Warte mal, ich schmeiß jetzt einfach mal die Bücher weg. Wo bist du? Also einfach außenrum alles weg. Jetzt fallen halt nur mal die ganzen Sachen runter. Oh. Es verschwindet einfach. Das Klo jetzt, ne? Und tschüss. Oder auch nicht. Marcel, gib mir mal Benzin. Das ist eine tolle Wurst. Wo bist du? Ja, hier. Wo? Ja, hier. Oh! Oh! Ich bin schon wieder im Keller. Jetzt langt's ja aber langsam. Schütze einfach mal die Decke so ab, wenn ich draufstehe. So, warte. Bleib doch mal stehen. Ey, du, nö, dann gebe ich's dir nicht. Ja, dann schmeiß hin. Nö, du sollst herkommen. Ich weiß nicht, wo du bist. Ja, da. Schmeiß doch hin, dann nehme ich's auf. Kann ich's nicht mitnehmen. Ich rast aus. Warum ist das Inventar so zugemüllt? Ich nehme mal kurz. Komm ich nicht hoch. Dieses Ding hier. Diese Bandage. Okay, jetzt steht das Ganze nur auf so kleinen Zwischenwänden. Machen wir sie platt. Oh. Wow. Aua, aua, aua. Von oben, oben, oben. Ui, 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 ui. Jetzt ist alles eingestürzt. Ich spawn hier. Ich will spawnen jetzt hier nicht, ne? Nimm die Sachen mit. Nimm den Bohrer mit. Ich will Ding farmen. Respawn in einer Sekunde. Leck mich. Ich bin Host. Ich hab Vorrang. Toll, ich seh nix. Achso, nimmst du mit? Okay, weil ich hab keinen Platz. Ich hab das meiste, sag. Ja, toll. Ich bin wieder zurück in der Höhle, ne? Dann komm her. Immerhin habe ich Waffen. Ich meine, das kommt in das Haus eingestürzt. Das ist mal wieder so ewig. Wo ich dann in den Keller runtergefallen bin, da war es dann halt vorbei, ne? Aber warum ist das ganze Haus eingestürzt? Ich glaube, weil das einen Keller hatte. Hatte. Ja, es hatte einen Keller. Jetzt hat es keinen Keller. Es ist nicht so gut, im Keller sich aufzuhalten. Nachts. Ich komm ja, klar, mal. Mach mal die Tür zu, dann wird's gleich mal sicherer. Genau. Ach, hinten gibt's gar keine Tür. Warte mal, dann mach ich mal so, ne? Leiter, genau, ne? Energiequasten sparen und so. Ich mach mal Leiter, ne? Ich hab in Amnesia schon gelernt, immer schöne Tür zu machen. Genau, immer schön Energiequasten sparen. Ey, Alter, ich kann nicht mehr rennen, ne? Ich mach jetzt einfach mal 30 Stück. Chunk-Fehler. So, Achtung, jetzt gibt's hier mal Treppen. Treppe. Ich bin oben. Lauf.
Ja, hier oben kann man sich sogar noch aufhalten. Noch? Also das Loch halt nicht. Hallo da unten. Die ganze Stadt ist bei mir weg. Nein. Oh, Entschuldigung. Aua. Och ja, ist doch nicht groß, das Loch. Ich bitte dich. Ah. Ich sehe einfach mal nichts mehr, ne? Oh, ich habe die Leiter falsch angebracht. Ich frag mich, warum das Spiel bei mir immer solche extreme Chunk-Probleme hat. Ich gehe auf einer Leiter. Von einer ganz dünnen Leiter. Hier rennen überall Zombies rum, will ich euch nur sagen. Ey, hier, ich stehe auf einer ganz dünnen Leiter. Die ich nicht mal mehr sehe. Guck mal hier. Die ist falsch platziert, Leute. Ja. Könnt ihr mir Kevin, was sagen? Guck mal nach oben. Ich stehe auf nix. Habt ihr meine Items mitgenommen? Kommt nach oben. Ich bin oben. Ja, dann können wir alles abreißen hier unten. Ja, bin gerade dabei. Oh, endlich. Oh, ihr habt ein schönes Loch in den Dachboden gezimmert. Also pass mal auf, ich leg dir mal dein Sach hier in diese Kiste rein, okay? Ja, soll ich vielleicht nicht reingucken, während ich das reinlegen will. Schau. Oh, Skatmüll. Ja. Zombie, lass mich hoch. Was, meine komischen? Deine Sachen, ja. Deine Bohrer. Shotgun Shells. Ich tue einfach mal alles rein, was ich von dir jetzt hab. Genau, ich tue hier mal Erze rein und so. Wie kann man denn den Bohrer auffüllen? So, hier, alles. Ja, einfach denke mal wie eine Waffe. Nimm mal alles raus, ich hab noch mehr. Sag, wenn du draußen bist. Oh, ich hab 3 Pistolen. Gut, den Rest brauche ich eigentlich nicht. Ja, gut, dann habe ich hier nur noch ein bisschen Asphalt. Die Spitzhacke brauche ich noch, die Spitzhacke und die Axt. Ah. Spitzhacke habe ich nur meine eigene. Spitzhacke habe ich. Axt habe ich noch, hier lege ich Spitzhacke mal rein. Spitzhacke habe ich. Mein Sledgehammer ist hier. Fackeln. Patrick immer mit seinem Hammer, ey. Ey, das nervt doch. Ey, ich tue jetzt hier deine Pistole rein. Deine Waffe, dann deine Pickaxe. Gib mir den Gaskanister, den brauche ich. Den habe ich nicht. Gaskanister, ah, ich habe 8 Stück. Aber die sind nicht alle von dir. Oh Mann. Wo ist jetzt hier, meine Kette. Schrotflinte? Ich habe nur eine. Schrotflinte, ich habe ich dir zurückgegeben, habe ich die in den Karton gelegt. Hinter dir liegt eine Pickaxe. Kevin. Mhm. Hast du schon mal Holz? Sammel mal die Pickaxe auf, bevor sie verschwindet. Munitionsverschwendung! Naja, egal. Ich will eigentlich das scheiß Ding kaputt machen da hinten. Oh, ich kann grad nicht mehr schießen. Wie viel hast du so? 1, 2. Bin ich blind oder sehe ich die Spitzhacke nicht? Ich finde die Spitzhacke nicht in meinem Inventar. Ah. Ich habe die doch gerade aufgenommen. Oh, meine Schrotflinte ist minus 1, das heißt, die ist im Arsch. Danke. Also, Schrotflinte 2. Ja, schön, dass ich hier nicht rauskomme, ey. Ey, hier unten liegt eine Schrotflinte. Ja, das ist meine, die ist kaputt. Kann die nicht mehr schießen oder was? Ja, die ist minus 1 bei. Mann, ich wollte doch jetzt so schön Asphalt farmen. Ich denke mal, ich weiß nicht, wie lange machen wir noch? Nicht mehr lange. Jetzt ist ja nur noch Nacht und. Dann würde ich sagen, wir beenden das Ganze, oder? Ja, ich meine. Viel kann man jetzt eigentlich nicht zeigen. Wir überleben jetzt hier und. Ja. Haben wir es geschafft. Genau. Sozusagen. Ich bohre mir jetzt halt einen Geheimtunnel. Mach das. Fällt das nicht ein, wenn ich jetzt da drauf gehe? Fällt das dann ein? Nee.
Irgendwie nicht. Aber auf die Mitte würde ich dann lieber nicht laufen. Stone, ich mach mal mit. Oh. Mitte, okay. Also es sieht auch schon sehr stabil und vertrauenserweckend aus. Ja, muss man mal von unten gucken. Oha, ist das riesig hier. Aua. Ich würde mal sagen, kognitiv leergeräumt das Haus. Ja. Aber mal richtig leergeräumt. Ich weiß nicht, bist du dem Bohrer nicht etwas zu laut? Oh nö. Geht so, ne? So, mach ich mal die Truhen hier kaputt. Also, unsere zombigen Freunde kommen hier bald rein. Und dann kommen sie aber nicht mehr raus. Aua, aua, aua. Nicht mehr in einem Stück, ja. Ich hab Schaden bekommen, warum? Achso, ich hab Hunger. Ja, ja, ist okay. Nur kann es sein, dass man die Toilette nicht kaputt machen kann. Ja. Ich setz mich mal auf die Toilette, ne? So. Wie sieht denn das aus? War die? Zwei behindert, als ob du Schneider sitzt, auf der Toilette machst. Hey, ich kann mich leider nicht davor setzen. Warte mal. So. Wow! Was ist mit dir kaputt? Schaden gemacht. Nein, aber das war ganz knapp. Lalalala, das Bohren ist es, der Kekeflust. Alter, was das Ding schluckt an Sprit, ey, das ist ja nicht mehr normal. Ich hab nur noch 4-mal Benzin, ey. Was so, noch? Jetzt haben wir das Ding hier komplett entkernt. Das Klo hängt da noch. Da liegt noch eine Toilette in der Luft. Oh, guck mal, die Toilette ist von unten nicht texturiert. Aha. Ich hoffe, die Nachbarn beschweren sich nicht wegen Ruhestörung. Ach ja, ach, nein, machen sie doch gerade. Ich glaube, zum Ende des Let's Plays lassen wir mal die Nacht drin und machen jetzt irgendwie nur Scheiß. Ach, Let's komm, Plays, was redest du da? Genau. Renovieren. Ja, wir renovieren. Ich gehe jetzt mal raus, mal gucken, was passiert. Alter, was ich hier mache. Aua. Wieder ja, raus. Ich muss den ein bisschen erweitern. Ich weiß gar nicht, was du dich jetzt so anstellst. Ja, aber es ist ja schon 22.30 Uhr. Ist ja die Ruhestörung jetzt. Ich gehe mal aufs Vordach. Hallo ihr da unten, wie geht's euch? Ich weiß nicht, ich habe vorhin die Spitzhacke aufgenommen und ich finde die Spitzhacke nicht mehr. Also was ist mir jetzt Wurst? Ich mache mir einfach eine neue, ganz ehrlich. Oh mein Gott. Munition leer. Oh mein Gott, die Munition ist leer. Was? So, ich spring jetzt mal hier runter, ne? Wow! Was ist da passiert? Was ist da passiert? Zombie-Apokalypse, oder? Was habt ihr gemacht? Keine Ahnung. Kommen da einfach mal die Zombies rein. Ich komm runter! Ihr habt doch gesagt, jetzt zum Ende machen wir nochmal ein bisschen Scheiße. Da dachte ich mir, ich lade die Zombies ein. Ja, warte, dann muss ich mir mal ein paar Waffen ausrüsten. Also ja, dann lass doch offen, Kevin, Mann. Wenigstens alle gleichberechtigt. Kevin, lass doch offen, Mann. Wenigstens ein bisschen Gleichberechtigung. Wow.
Kevin, das ist, macht keinen Spaß, wenn du hier zumachst. Du hast hier zugemacht. Wo denn? Zombies sollen noch reinkommen. Die Zombies sollen nicht reinkommen. Was doch. Ich wollte hier ein bisschen Action noch haben, wegen der Let's Plays. Was ist das hier? Das ist doch gar kein Let's Play. Ja, stimmt, das ist ein Let's Test. Du hast doch gesagt, wir machen jetzt noch ein bisschen Scheiße gegen Ende des... Ja toll, und das sagst du mir jetzt, wo ich keinen Raketenwerfer mehr hab. Warum denn? Du hast doch vorher nicht gesagt, dass du am Ende Scheiße bauen willst. Ja, richtig. Zu dumm gelaufen, wa? Wollen wir mal was ganz Lustiges machen? Warte mal, Kevin, hast du noch Dings Benzin übrig? Ja. Wie viel? 3. Ach, Scheiße. Warum? Sonst hätte ich nämlich so ein Fass gebaut. Komm, lass mal vom Haus die unterste Holzschicht einreißen, dass uns das Haus runterkommt. Dann versteckt uns unten im Tunnel. Okay. Nimm mal mit. Wow. Okay, dann machen wir vielleicht kurzzeitig doch nochmal hier zu. Dass wir wenigstens ungestört das Ding einreißen können. Und schön den Ding dorn halten, den Karton, dass kein Dreck durchkommt. Ich geh nur runter und boah. Und dann fällt das ganze Haus zusammen. Dann sind wir tot, ey. Ey, Marcel, ich geh nur hoch und boah. Was war das? Nein, ne? Ist das Haus eingestürzt? Ja! Nein! Scheiße, geil. Was? Scheiße, nee, ne? Ich nicht da gespawnt, Alter. Ich hab doch einen Schlafsack platziert. Aber ich glaube, der existiert jetzt nicht mehr. Tusch mir mal ein bisschen Wasser ins Inventar. Ich will das jetzt sehen. Scheiße. Ist egal, ich renne da jetzt hin. Tschüss. Ich hab keine Muni mehr. Oh, fuck, ey. Fuck, Leute. Ich will hier oben nur noch so eine kleine Holzplattform. Bist du da noch? Scheiße. Hast du doch was gesagt, dass das jetzt einfällt? Ich hab keine Muni. Ja, wussten wir ja nicht. Ich hab das noch abgebaut gerade. Keine Muni. Oh, oh. Ist egal, ich renne einfach nur noch. Mit Wasser in der Hand. Ich versuche unser Haus hier dann mal so gut wie möglich zu verteidigen, ne? Naja. Oh, meine Fresse, ey. Das ist jetzt mal wieder lustig des Todes. Ich kann nicht mehr. Kevin, was machst denn du? Renn einfach. Ich kann aber nicht mehr rennen. Ja, dann trink was. Ach so. Ist ja geil. Sag mir nicht, du hast nichts. Nee, ich hab bloß gedacht, es regeneriert sich nur, wenn der Typ Durst hat. Mhm. Ist bestimmt auch noch ein Bug. Ja, wow, wie soll's denn sonst regenerieren so schnell? Ich hab keine Textur an, das heißt, wir rennen gerade jetzt in ein olivgrünes Irgendwas rein. Okay, Alter, wir machen jetzt. Ich bin gleich da. Was ist da passiert? Das Haus ist kaputt. Was? Ich glaube, das Haus ist weg vom Fenster. Das Haus ist weg. War Zombies! Zombies, lass mich rein! Ich bin oben. Ja, ich komme hoch. Achtung. Ich renne in ein anderes Haus. Ich hab keine Munition mehr, ich hab gar nichts mehr. Ich seh da unten liegen noch meine Sachen rum, oder hast du die aufgehoben? Nö, ich konnte nicht. Ich musste selber wegrennen, weil ich kaum noch Leben hab. Ich hab nur noch so einen ganz minimalen Health-Balken. Ne? Ich muss mir jetzt mal Painkiller reinklatschen. Ja, hier, ich geb dir 6. So, passt. Der Typ kriegt Durst, wenn er Painkiller frisst. Wir sind sehen, hast du sie? Ja. Jetzt schäm ich mal hier auf die Schwelle. Alter, das Dreckshaus hat keinen Dachboden. Fickt euch! Ja, ich bin gleich wieder tot. Komm doch her, Mann. Ich komm ja nicht rüber, da ist zu viel los. Ach was, Marcel hat's auch geschafft. Dann einfach an den Viechern vorbei und ab zur Treppe. Welcher Treppe denn? Wie sie die hier rumliegen, ey. Zu der Leiter oder was? Ja. Nein! Ich werde mir ein paar Freunde mit. Ah! Scheiße! Da ist keine Leiter mehr! Da ist keine Leiter mehr! Ich bin tot. Was? Ach ja. Ich hab mir mal hier meinen Schlafsack gesetzt, ne? Jetzt unten in meinem Loch.
Ich nehme die Schrotflinte und gehe raus und kämpfe bis zum Umfallen. Ja, bei mir fliegen gerade die Viecher durch die Luft. Nein. Aua. Stell Fackeln auf. Hab keine mehr. Jedenfalls nicht so Scheiße. Kannst du mir vielleicht Leiter drunter schmeißen? Ich hab keine Leitern mehr. Ja, mach Holz, Leitern, Dings. Oh Gott, bei mir spackt gerade die Physik-Engine voll ab. Bei mir hängen überall Spaghetti-Zombies in der Luft. Ja, bei mir auch. Das kenn ich. Hatte ich auch schon. Ich hab zu wenig Holz, nein. Oh, jetzt kommt's auch nicht mehr hoch. So, nur mal was trinken, dann geht die Ding wieder hoch. Warum hängen die hier rum, ey? Gut, oh, da kommen wieder welche, Achtung! Ja. Oh, fuck! Klasse, ich sehe wieder nichts mehr. So, und als Painkillers fressen, vielleicht schaffe ich es ja diesmal rein. Oder auch nicht. Komm her, los, mach kaputt. So, ich renne gerade gegen den Baum, weil ich hier nichts mehr sehe. Boah, noch eine. So. Wir sind wieder oben. Du hast meinen Bohrer nicht mehr zufällig, ne? Ist das Haus eingestürzt, ey. War eine geile Idee, oder? Ja, selber Haus ist einfach mal so. Ich meine, du kommst halt in der Zombie-Apokalypse nach raus und dann steht dein Haus noch halb da. Ja. Genau, jetzt kommt so der Autofahrer, also der Besitzer vom Haus. Fährt so mit dem Auto vor und. Ah, ich will hoch. Wir will die Straße sehen. Dann komm noch. Ist so gut. Kann ich so weit auf Distanz mit der Schrotflinte schießen? Ich hab jetzt noch zwei Schlafsäcke, wer will? Hä? Da liegt ein Schlafsack. Ja. Ist auch noch ein. Achtung. Warte, hier liegt ein Schlafsack noch rum. Oh. Ja. Einfach mal so hier ins kaputte Haus. Na, dann tue ich jetzt mal alles ins. Ja. Ja, ich würde mal sagen, wir haben ein neues Lebensmotto. YOLO. YOLO. Ich spring jetzt mal runter. Tschüss. Ja, und dann würde ich sagen, wenn der Tag wieder anbricht, werden wir unser Blitztest beenden. Geht ja jetzt halt schon lang genug. Ich bin jetzt wohl gestorben, ne? Das halbe Haus hier runtergekommen ist. Das war wirklich zu geil. Wir können ja, wenn die Nacht vorbei ist, das andere halbe Haus auch noch runterkommen lassen. Oh, ich spawn hier unten jetzt. Genau. Hilfe! Wenn die das können, kann ich das auch! Alter, die schluckt jetzt schon echt. Wo ist denn die Submachine Gun eigentlich? Ich hatte die in meinem Metab mit da rumgeballert und dann war ich tot. Boah, die stehen ja alle draußen, ey. Da. Da. Hab ich dich jetzt getötet oder war das der Zombie? Weiß ich nicht. Das war der Zombie. Oh, ich spawn wieder hier unten, ey. Komm, jetzt verballern wir nochmal sinnlos unsere Magazine. Achso, ich hab meine schon verballert. Nein, ich komm noch nicht mehr hoch, die Mann ist kaputt. Ach, blöder Zombie, ey. Oh, ich hab noch einen Stein. Der Patrick hat noch einen Stein. Hallo Zombies, was macht ihr da? Wow. Komm mit. Schön. Ich habe auch keine Schrotflintenmuni mehr. Zombies, kommt mit. Zombies, kommt.
Hier ist der Eingang, los, komm. Kommt. Kommt, ja los, komm. Kommt, kommt. Da kommen sie alle jetzt. Oder auch nicht. Was machen die denn jetzt? Ich will einen Raketenwerfer. Aber Munition kann man nicht irgendwie craften, oder Patrick? Nur nicht, dass ich wüsste. Schade, ich habe nämlich jede Menge Script Metal dabei. Blotted Walker Eliminated Starkiller 57. Was wollt ihr von mir? Lasst mich in Ruhe. Oh. Ich habe keine Munition mehr, gar nichts. Ja, ich würde mal sagen, wir machen jetzt Schluss, ne? Weil. Ja. Weil ich komme jetzt nicht mehr hoch und. Geronimo's Crime! Bang, 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 bang! Sterbt alle, sterbt! Komm, only Schaufel, Boots, Junge! Nein, da liegt Waffe rum noch, Munition auch. Ja, wenn da liegt noch Munition und Waffe rum. So, ich habe jetzt auch keine Munition mehr. Hab ich aufgenommen. Ich habe jetzt noch ein Magazin in der Pistole. Wir haben 4 Tage überlebt, immerhin. Ne, 3 Tage. Ja, wir leben ja immer noch, also theoretisch geht das Ganze ja noch weiter. Ja gut, aber ja, das Haus ist kaputt. Es geht eigentlich für immer weiter, oder? Weil eigentlich können wir sterben, aber werden ja eh gerespawnt, also das hat ja eigentlich keine Konsequenzen. Ach komm, ich komme ja nicht hoch. Ja, schlag mich. Jo, dann würde ich mal sagen, wir machen jetzt hier Schluss, ne? Weil bringt sowieso nichts mehr. Oh. Jo. Nein, jetzt liege ich jetzt. Nein, wenn ich oben gerespawnt bin, ist das nicht. Ja, ich werde oben gerespawnt, Gott sei Dank. Ey, gib mir mal jemand eine Pistole. Tut mir leid, keine Muni mehr. Alles verballert. Aber Marcella doch noch was. Ja, noch nein. 2 Munition-Dinger. Ja, komm mal rauf und gib's. Mal. Ich kann nicht hoch. Dann. Wir können nicht mehr hoch. Unten, dann eben unten. Ja, doch, indem wir sterben. So, ja, ich nicht. Ich kann ja mal. Ah, oh, genau, ich pack mal meinen geliebten Sledgehammer aus. Ja, wann hören wir denn jetzt auf? Hören wir überhaupt auf? Ja, wir hören auf. Gib mir mal aber die Pistole. Ich hab was vor für den grünen Abschluss. Ja, hier. Weiß nicht, ob Munition drin ist. Ja, reicht. Gut. So, dann würde ich sagen, wir töten jetzt alle Zombies. Mhm. Und dann reißen wir die Hütte hier noch voll ein und dann ist Schluss. Töten jetzt alle Zombies? Ja, alle, die es auf der Map gibt. Find Schluss. Alter, ich voll mit der Schaufel gegen Kopf. Voll mit der Schaufel gegen Kopf. Ich habe nur noch 2 Schüsse in der Pistole. Ich hab noch ein ganzes Magazin, aber. Ja, Jungs und Mädels, dann würde ich sagen. Warte, komm, helf mir mal hier noch schnell das Holz abzubauen, dann kommt unsere Hütte runter. Die unterste Reihe. Ja, kann ich nicht. Ich komm noch nicht dran. Warte, machen wir mal eine Axt. Wie geht denn die nochmal? Jetzt kommt wirklich die Hütte runter. Ich hab mich rechtzeitig versteckt. Guck mal, da steht mir noch so eine Säule. Ja, ich hab mir gerade angeguckt, wie es runtergekommen ist. So, warte, eine Seite haben wir noch zum Runterholen. Ja, dann machen wir aber jetzt. Oh, genau, über mir ist was. Jetzt nicht mehr. Doch, immer noch. Oh. Munition.
Wir spielen hier Abrissunternehmen, PK. Alla PK. So, jetzt noch da. Ne, das ist auch weg. Und dann ist da noch eine Säule. Ich brauche jetzt noch für irgendwas Munition, ganz ehrlich. Ja, na klar. Die Säule noch. So, warte, dann baue ich hier oben noch den gesetzten Stein ab. So, danach können wir behaupten, wir haben offiziell das ganze Haus im Erdboden gleich gemacht. Jo, jetzt gucken wir nochmal von oben drauf. So, da war mal ein Haus. Und Scheiß, ey. Das war mal ein Haus. Ja, ich brauch noch mal Muni. Ich hab keine Muni mehr. Ja, deswegen gehe ich ja gerade los, um was zu suchen. So, das war's. Fertig. Ich hab nämlich nur noch 3 Schuss. Ist doch gut. Komm schon. Hier muss doch noch irgendwo Muni rumliegen. Nein, keine Munition. Ja, egal, dann komm ich mal zurück. So, ich würde sagen, das Haus ist im Erdboden gleich gemacht. Ja, das Haus ist jetzt endgültig gelootet, würde ich mal sagen. Ich soll jetzt halt nie wieder sagen, wir würden die Häuser nicht gründlich looten. So, jetzt haben wir gegründet. Ja, sehr gründlich. Aber war richtig, so jetzt einmal alle Winkel ausgekundschaftet. Ja, ich habe Munition gefunden. Und für was der auch immer Munition braucht, weiß kein Mensch. Guck mal das Scheißhaus an, das ist komplett weg. Ja, wir haben jetzt erfolgreich das Haus gelootet. Ja, Jungs. Haben wir das? Geh weg! Geh weg! Nein! Lass mich! Nein! Nein! Es war schön mit euch, aber am Ende kann halt nur einer überleben. Ja, leider. Tschüss, Freunde, bis zum nächsten Mal. The Cake of the Gamer und Project KLP und oh, ich bin in der scheiß Höhle gespawnt. Und wer noch? Sackgriff 7. So, dann würde ich sagen, ciao. Entschuldigung. Er hat mir voll den HD-Headshot verpasst. Das finde ich nicht witzig, sowas. Ja, gut, dann. Ich meine, ich spawn hier jetzt neu und dann. Ey, ich sehe den nicht mal. Nein, keine Schüsse mehr. Ich habe nur eine ganze Pistole. Ja, gut, ich habe auch noch eine, aber die ist auch leer. Ich habe 3 Pistolen, aber keine Munition mehr, ey. Scheiße. Bang. Ja gut, und dann tschüss bis zum nächsten Mal dann. Bye bye. Tschüss. Ich renn weg. Nein, wisst ihr was? Ich mach deinen hier.